So, und jetzt zeigen wir Ihnen ein paar tierische Gesellen, denen das Wetter genauso zu schaffen macht. Es geht um Alpakas. Die geben ja bekanntlich super Wolle. Ein Züchter in Sachsen hat die Vierbeiner aus Südamerika nämlich für sich entdeckt. Bei den sommerlichen Temperaturen kommen diese kostbaren Tiere allerdings ganz schön ins Schwitzen. Deshalb war jetzt ein Termin beim Friseur angesagt. Tja, der wurde dafür extra aus Florida eingeflogen. Schweißtreibende Temperaturen und dann noch so schön warm eingepackt. Die Alpakas im sächsischen Oberwiesenthal tragen noch Mantel und Wollmütze. Nicht mehr lange, denn die große Schur steht kurz bevor. Die Alpakas werden einmal im Jahr geschoren. Immer bei uns in Oberwiesenthal nicht ganz so zeitig, weil es ja immer noch recht kalt ist. Und jetzt, bevor es richtig warm wird, kommt die Wolle runter und dann fühlen sie sich wieder richtig wohl. Denn obwohl Alpaka-Wolle wärmeregulierend ist, bei 30 Grad kommen die Tiere dann doch ins Schwitzen. Wenn wir die Alpakas nicht scheren würden, dann würden die anfangen ganz fürchterlich zu leiden. Erstmal ist es denen dann natürlich auch zu warm. Die Stuten würden ganz mit großer Sicherheit ihre Fohlen verlieren durch diesen Hitzestress. Die Hengste würden unfruchtbar werden. Seit 13 Jahren züchtet Romy Schmidt die sanften Südamerikaner. Gut 100 Tiere grasen auf ihrer Weide, die sie nun eiligst verlassen Richtung Stall. Neugierig sind sie und hier könnte es ja was geben. Gibt es auch eine Komplettrasur. Echte Profis sind hier am Werk, extra eingeflogen aus Florida. Es muss so geschoren werden, dass erstmal das Tier nicht verletzt wird, das ist ganz wichtig. Und zweitens, dass die Wolle in einem Zug getrennt wird. Und deswegen braucht man da auch Leute, die das schon jahrelang machen und die im Jahr dann schon einige tausend Tiere scheren, damit die Erfahrung und das ganze Können auch in unserer Wolle wieder zu finden ist. Mit dem Sommerschnitt geht's zurück auf die Wiese. Und während die Vierbeiner froh sind, die Wolle endlich los zu sein, freuen sich die Zweibeiner, sie zu haben. Alpaka-Wolle ist thermoregulierend, also man schwitzt nicht drin, man friert nicht drin. Sie ist besonders weich, sie ist besonders leicht, krabbelt auch nicht. Gibt es in 22 verschiedenen Naturtönen, ist auch die einzige Wolle auf der Welt, die so viele Naturfarben hervorbringt. Ja, sie pillt nicht. Ist eine Edelfaser. Daraus stricken sie Pullover, Mützen, Schals. Bis es kalt wird, sind die dann fertig. Und die Wolle der Alpakas längst wieder nachgewachsen.